Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Spielefreunde, zu Trüberbrook Part 11. Ich bin euer Affenkönig Dämlich, das ist Hans und wir wollen weitermachen. Das letzte Mal habe ich euch mit einem riesengroßen Cliffhanger hier praktisch erstmal alleine gelassen. Wir wollen jetzt diesen Sally hochklettern, weil irgendjemand scheint hier zu Hause ein riesengroßer Müllhaufen, ne? Wo sind denn die Krähen hin? Ja, sind die wahrscheinlich wieder abgehauen? Gut, klettern wir mal hier hoch. Wir müssen immer noch ein Boot reparieren, damit wir auf den See rauskommen. Und immer noch den Quantendiskriminator herstellen. Ich bin ja mal gespannt. Ja, ist aber ganz schön stark, ohne Füße da hochzuklettern. Der Hans. Aha, Baumhaus also. Und wir haben auch erfahren, dass das ein Birnbaum ist. Hier hängen auch schon Birnen. Leckere, wohlschmeckende, süße, saftige, ha, allseits beliebte Birnen. Guck nur, können wir uns eine Birne nehmen hier? Die paar Früchte wird niemand vermissen. Jawohl. Und hier ist noch eine Bank. Ein herrlicher Ort, um eine Bank aufzustellen. Also das stimmt, also guckt euch mal die Aussicht an. Oha. Ja, da kann man doch mal eine Schnecke mit aufs Dach nehmen, hier. Oder eine Schnecke, einen Typen mit aufs Dach nehmen. Das ist ja ganz egal. Ins Häusle hier oben. Und dann geht richtig die Borste ab, wa? So, jetzt aber mal die Leiter hoch. Oh, der ist nicht ganz klar, das sehe ich gleich. Erwischt! Das ist ein Privatgrundstück und offensichtlich hast du es unerlaubt betreten. Dieses Mal, ich sag's dir, hast du dir die falsche Nachbarschaft ausgesucht. Ich wollte gar nicht stören. Ich sehe keinen Grund zur Gewalt. Ich verkaufe diese feinen Massagestäbe. Ich habe ja gar keinen mit. Ruhig. Ich bitte um Verzeihung. Ich wollte gar nicht stören. Hast du das Schild nicht gelesen? Aber wer ist das? Das ist doch bestimmt irgendeiner, der verschollen ist. Ist das Trudi, ihr Bruder? Meinen Sie das draußen bleiben oder das Zutritt verboten Schild? Ich habe sie gelesen und geflissentlich ignoriert. Schilder? Welche Schilder? Ich muss pünktlich zum Abendessen zu Hause sein. Meinen Sie das draußen bleiben oder das Zutritt verboten, Schild? Witzig! Du bist einer von denen! Ich weiß es, gib's zu! Einer von denen? Oh nein, nicht schon wieder. Okay, ich sag's Ihnen und ich sag's Ihnen nur ein einziges Mal. Ich bin kein Außerirdischer. Mir egal, was Sie glauben oder nicht. Ein was? Ein Außerirdischer? Du hältst dich wohl für besonders clever, hä? Im Gegenteil. Und wenn Sie glauben, ich würde mich noch einmal irgendwelcher Tests unterziehen. Ihr Regierungstypen werdet auch immer frecher. Regierungstypen? Ich hab euch letztes Mal schon gesagt, nicht mit mir. Name und Dienstgradsoldat. Sind Sie von der CIA? BND? HVA? FBI? NSA? Raus damit! Nein! Also der ist... hat ja auch so ein kleines Aluhelmchen auf, damit die Strahlen ihn nicht erwischen können. Ich arbeite für das FBI. Ich bin vom Grünflächenamt der Gemeinde Trüberbrook. Ah, das ist gut, das finde ich richtig gut. Ich bin kein Soldat. Es muss sich um ein Missverständnis handeln. Ich heiße Tenhauser und bin Quantenphysiker. Nee, ich mache das mit Grünflächenamt, weil mir das so gut gefällt. Ich bin vom Grünflächenamt der Gemeinde Trüberbrook. Sachbearbeitender Verwaltungsfachangestellter der Kommunalverwaltung, Tenhauser. Ich hätte da ein paar Fragen in Sachen Umweltverschmutzung. Lügner! Das ist genau. Sag lieber die Wahrheit, sonst sag etwas! Warum liegt hier so viel Müll? Netter Hut. Die Luft hier oben wird langsam dünn. Was ist mit Ihrem Eichhörnchen? Ja, warum liegt hier so viel Müll? Warum liegt hier so viel Müll? Okay, du hast wohl recht.
Deine Lügen sind zu billig. Also, was machst du dann hier? Und dieses Mal die Wahrheit. Die ganze Geschichte. Nun gut. Alles begann vor ein paar Wochen, als ich diese Gewinnbenachrichtigung erhalten hatte. Tante Lotti war einverstanden mit meiner Reise nach Europa. Einen solchen Gewinn dürfe man nicht ausschlagen. Vielleicht würde ich ja sogar jemanden aus der Verwandtschaft ausfindig machen. Außerdem hätte ich mir eine Auszeit redlich verdient. Ich solle nur heile und gesund wiederkommen, wünschte sie sich. Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin habe ich mich also auf den Weg gemacht. Ah, cool, erzähl dann wirklich die ganze Geschichte. Und so bin ich hier oben gelandet. Interessante Geschichte. Völlig bescheuert, wenn du mich fragst. Zu der Millennium-Kooperative kann ich nur sagen, ich hatte schon immer den Eindruck, dass mit denen etwas faul ist. Also, tschüss dann. Komm jederzeit wieder. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Lessing übrigens. Ach, Herr Lessing. Ich komme auf jeden Fall wieder. Und ich will jetzt schon ins Detail gehen, mein Freund. Special Agent Hans Tannhauser. Ich bin vom FBI. Witzig! Wissen Sie Näheres über diese Millennium-Kooperative? Ich weiß, dass das ziemlich mächtige Leute sind. Ein Geheimbund. So wie die Freimaurer oder die Illuminati. Sie bleiben im Verborgenen und die Regierungen sind ihre Marionetten. Die führen irgendwas im Schilde, hier oben in den Bergen. Das war mir schon immer klar. Sie waren mal ganz schön tief im Kaninchenbau, was? Schon mal den Begriff Saturnportal gehört? Ja, fragen wir mal danach. Schon mal den Begriff Saturnportal gehört? Klar! In der Theorie beschreibt der Begriff eine Art von interdimensionaler Öffnung. Ein Tor zu den Sternen. Ein Knotenpunkt. Eine Kreuzung in der Raumzeit. Ich glaube, das habe ich schon einmal gehört. Aber das ist ganz schön auf Zack. Muss ja irgendeine Art Wissenschaftler sein, oder? Für mich klingt das alles nach Science Fiction. Was ist mit Ihren Eichhörnchen? Für mich klingt das alles nach Science Fiction. Ja, alles obskure, theoretische Physik. Ein Vermischen von moderner Wissenschaft und okkulter Zauberei. Sie versuchen, eine Verbindung mit dem Südpol des Saturn herzustellen. Mithilfe von Birkeland-Strömen. Birkeland-Ströme, schon mal gehört? Sie bewegen sich durch die Magnetosphäre der Erde und dann weiter bis hinaus in den Kosmos. Wie ein elektrischer Plasmastrom. Oder eine Helix. Eine Leitung direkt zum Saturn. Um die Wesen zu befreien, die dort eingesperrt sind. Wenn man den Nordpol des Saturn betrachtet, ja, flüstert, erkennt man dort eine Form. Ein Hexagon. Ja, die Hexagons, die sieht man überall. Wir haben hier oben bei der Telefonzelle eins, in der Höhle war eins. Ich glaube auch direkt in dem ganzen System dort unten, wo der Roboter war, war auch irgendwo noch was mit einem Hexagon. Im Sanatorium weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube da war keins. Was ist mit Ihrem Eichhörnchen? Was ist mit Ihrem Eichhörnchen? Das ist mein Freund Dösi, müder Typ. Ich sehe zwar überhaupt gar kein Eichhörnchen, aber vielleicht übersehe ich es auch nur. Auf jeden Fall scheint er tot zu sein. Mein Freund Dösi. Und? Sie leben hier draußen ganz allein? Die Regierung hält mich anscheinend für eine Bedrohung. Sie haben mich für verrückt erklärt und ins Sanatorium gesteckt. Damals, als es noch ein echtes Sanatorium war und nicht das, was die Kooperative daraus gemacht hat. Als alles den Bach runtergegangen ist, wurde mir klar, dass für Leute wie mich kein Platz in dieser Gesellschaft ist. Leute wie ich müssen verschwinden, uns in Luft auflösen, untertauchen und wir müssen Widerstand leisten, bis unser Tag gekommen ist. Aber ich verdammt gut synchronisiert. Ja, was haben wir noch? Hm.
Sie waren aber ganz schön tief im Kaninchenbau, hm? Natürlich! Wirf mal einen Blick auf die alten sumerischen und babylonischen Schriften. Dann wirst du Muster erkennen. Ah! Hörst du das? Den Brummton! Stell ihn ab! Stell ihn ab! Aus, aus, aus! Das sind die! Die versuchen mich langsam in den Wahnsinn zu treiben mit ihrer atomaren Strahlung! Ja, er ist aber auch schon recht wahnsinnig geworden, oder? Er hat doch noch irgendeine Kette um. Seine Tasche hat er auch dabei, Bademantel am. Also, er ist schon ein ganz schöner Kauz. Aber, wie gesagt, da ist auch was Wahres dran. Ich hab genug gehört. Danke für das Gespräch. Komm jederzeit wieder. Dann. So, jetzt gucken wir mal, was der hier oben alles noch hat. Rabbit Hole, der Kaninchenbau, Trophäe erhalten. So, hier ist eine Lampe. Diese Glühbirne wird mit Windenergie betrieben. 100% Ökostrom. Ja genau, hier draußen mit seinem Windrad. Wow. Herrliche Aussicht. Detaillierte Blaupausen zum Bau eines Bunkers. Verrückt. Ja, warum? Wir wollen auch eine Maschine bauen, die uns hilft, durch die Dimension zu reisen, oder Herr Taft hilft. Also, das ist auch verrückt, würde ich sagen. Was ist das für eine Bastuba? Eine Bastuba. Ich dachte erst eine Posaune. Auf gar keinen Fall. Messing ist mein Kryptonit. Mit Kontaktallergien ist nicht zu spaßen. Aha, hat also eine Allergie dagegen. So wie ich gegen Nickel. Ach, das ist auch eklig. So, aber es haben viele gegen Nickel. Ich möchte hier nicht rumschnüffeln. Selbstschutz. Also müsste man ihn vielleicht irgendwie weglocken, rauslocken. Wohin auch immer. Gehen wir mal in sein Windrad. Das Windrad versorgt dieses Baumhaus mit Strom. Autonom und nachhaltig. Ja gut, aber hat ja auch nicht viel, also. Was ist denn das hier? Ist das eine Schreibmaschine? Nee. Ein Fernseher hat er auf jeden Fall nicht. So, da haben wir schon mal unser Schaufelrad, weil das stört ihn gar nicht. Haben wir schon mal unser Schaufelrad, das ist schon mal gut für das Boot. Aber wir haben da noch irgendwas gebraucht, aber hier kann ich immer noch nicht reingehen. Sagt er jetzt vielleicht was anderes, nachdem wir das Special Agent Hans abgebaut haben? Nee. Ich hab genug. Komm je! Also nichts mehr. Okay, dann können wir wahrscheinlich wirklich gehen. Können das Schaufelrad schon mal dran bauen. So, ganz vorsichtig, Hans. Ganz vorsichtig, sonst fällst du. So, eine Birne haben wir ja mit. Na gut. Dann lassen wir uns mal runter. Hier gab es ja sonst nichts mehr. Außer die Krähen. Ich kann ja noch mal gucken, aber... Nope. So, da gucken wir doch mal. Kann man das Schaufelrad gleich dran basteln, denke ich mal. So, hohoho. So, und unsere Schwimmente, die wir hier bekommen haben, oder unser Schwimmdinosaurier. Viel zu eisig zum Schwimmen. Achso, dann erst das Schaufelrad. Dann könnten wir eigentlich dann anfangen mit unserer Bootstour. Das sollte als Schaufelrad reichen. Jawohl! Viel zu eisig zum. Aber das geht noch nicht. So, und jetzt, was sagt er? Vielleicht eine gute Gelegenheit, das andere Ende des Sees in Augenschein zu nehmen. Freilich! Ahoi. Das machen wir. Jawohl, Leute! Da gucken wir uns doch mal an, was am anderen Ende des Sees. Die Wälder um Trüberbrook machen dem Namen dieser Ortschaft alle Ehre.
Ich habe selten eine solch düstere und grauenerregende Landschaft erblickt. Zudem breitet sich ein grünliches Schimmern in den Bruchwäldern aus. Interessant. Wieder eine Trophäe, der Lonesome Foghorn Glows. Was ist denn aber das? Ih, da ist eine Leiche. Und wirklich wie atomar verseucht oder keine Ahnung. Was steht denn hier auf dem Schild? Betreten strengstens verboten. Sensationsfund. Gezeichnet Paläontologische Gesellschaft Trüberbrook. Ah, hier ist Dinosaurierknochen. Stimmt, das haben wir in der Zeitung gelesen. König der Saurier. Gestorben vor über 70 Millionen Jahren. Kann man sich nicht vorstellen. Beverly, ich stehe vor dem legendären Trüberbrooker Exemplar. Aus der Nähe betrachtet überrascht es mich nicht, dass der Aberglaube von einem Seeungeheuer in dieser Gegend so verbreitet ist. Ja, geil. Komm mal, jetzt ist die Kräne auch hierher locken. Ha, noch eine Trophäe. Raban, Haraban. Weil wir die wahrscheinlich überall mit hinnehmen. So, und Leute, was ist denn? Das gibt's doch nicht. Armer Kerl, einfach stecken geblieben. Interessiert ihn wohl gar nicht, dass hier ein Toter drin ist. Zwei leuchtend gelbe Gummistiefel. Wie ein Warnsignal für alle, die in die Fußstapfen dieses unglücklichen Wandersmanns treten wollen. Na, die ziehen wir uns aber an. Die braucht er wohl nicht mehr. Sie haben ihren Dienst getan. Bis zum Schluss. Das auf jeden Fall. Verzeihung? Komm noch Blasen hoch. Verzeihung? Ja, das ist gut. Was können wir hier machen? Aufnehmen? Beverly, ich habe mich mit einem Tretboot vom Bootsverleih bis in eine urige Sumpflandschaft vorgewagt. Hier begegnete ich der sterblichen Hülle eines verirrten Wandersmanns. Ob er einem Irrwisch gefolgt oder dem Huckauf, einem Ungeheuer aus der hiesigen Mythologie, zum Opfer gefallen ist, bleibt zunächst ein Rätsel. Ich kann nur hoffen, dass mir nicht dasselbe Schicksal zuteil wird. Ja, das hoffe ich aber auch. So, was kann man mit dem machen? Was bei sich hat. Oh, jetzt zieht er noch raus. Zur Klärung der Identität beizutragen. Ein rostiger alter Schlüssel. Oh nein, das ist Trudi, ihr Bruder. Kann er ja nur sein, oder? Wenn er soll doch, glaube ich, auch den Kellerschlüssel haben, oder? Wenn ich mir den Kollegen hier angucke, bleibe ich lieber auf den befestigten Wegen. Wie Großmutter immer gesagt hat. Hast du dich im Moor verlaufen? Irgendwas mit Weg? Oje, wie ging das noch? Aha, kann man was kombinieren? Unser Mülltonnendeckel mit den Stiefeln, aber ich will erstmal das Gebiet weiter erkunden, ob es hier noch was anderes gibt. Ich frage mich, was das ist. Ach, das ist doch wie so ein Kasten, wo wir aber nicht reinkommen, weil wir dafür einen Schlüssel brauchen. Verschlossen. Ich dachte, da passt jetzt vielleicht der Schlüssel, den wir gefunden haben. Aber da ist er wahrscheinlich wirklich für die Kellertür im Hotel. Was ist denn das? Irgendwas schimmert grünlich. Mir ist schlecht. Oh, radioaktive Strahlung. Guckt euch mal an, wie wir aussehen. Pilze. Wie schön sie leuchten. Na, du leuchtest auch ganz schön, Hans. Ich komme von hier leider nicht ran. Ja, wir leuchten ganz schön. Gute Idee, Hans.
Ja, was sagt er? Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Oh, schade. Irgendwas müssen wir doch jetzt hier noch machen können. Ich kann wohl mit den Krähen reden, aber irgendwie macht er da nichts. Seht ihr das? Leuchten die ganzen Krähen auf. Ich könnte mit denen reden, aber das führt halt leider nichts. Bei unseren Toten können wir ja auch nichts mehr machen. Bei dem Kasten sowieso nicht. Es wird nichts. Aber irgendetwas muss es doch noch geben hier. Wir haben jetzt auch so viele Sachen, aber vielleicht müssen wir auch nochmal zurück ins Dorf. Wisst ihr jetzt aber eigentlich nicht warum. Ich komme von hier leider nicht ran. Ja gut, dann müssen wir wahrscheinlich wirklich noch mal ins Dorf. Ahoi! Und dann später noch mal hierher, aber wir leuchten ganz schön, also ich weiß nicht, ob das irgendetwas bedeutet, aber jetzt vielleicht noch mal zu dem Kerl gehen, wo wir so leuchten. Er hat doch irgendwas gehabt mit seiner atomaren Strahlung. Ach, die Wandersfrau ist da. Na, wen haben wir denn da? Wie ich sehe, konnten Sie mit den Stiefeln was anfangen? These boots are made for walking, sag ich immer. Gern. Du bist ein bisschen blass um die Nase, wenn ich das so sagen darf. Hier. Nimm eine davon. Bei mir helfen die immer. Vitaminpillen? Si, claro. Die bringen Saft in die Knochen und machen einen schlanken Fuß. Basierend auf naturheilkundlichen Prinzipien. Danke. Ich muss dann mal wieder. Bis später. Die machen Schweinfuß, hat doch Bud Spencer gesagt. Ich weiß nicht mehr, was für ein Film, aber das hat er auf jeden Fall gesagt. Ich genieße noch ein wenig die Aussicht. So, jetzt gehen wir aber erstmal hoch zum Louis. Mit den Vitaminpillen können wir nämlich dann nochmal aufs Dorffest gehen und dann können wir den Matrose, oder nicht den Matrose, sondern den starken Kerl, den Glatzköpfchen, mal zeigen, wo der Hammer hängt. Aber er wirft es trotzdem wieder runter. Obwohl wir ein ungebetener Gast waren. Wie er sich da hochzieht, das sieht aus. Ein bisschen gruselig. So, mein lieber Freund. Ach, wir leuchten nicht mehr, Mist. Special Agent hat. Ja, vielleicht kann ich. Nee. Ich hab. Na ja gut, da müssen wir. Komisch, dass wir jetzt nicht mehr leuchten. So, mein dicker Kater hat sich gerade hier neben mich gelegt, deswegen war es eben kurz ein bisschen ruhig. Aber wenn ich mich ein bisschen kuscheln. Na gut. Obwohl ich nur heute frische Makrele mitgebracht habe. Und er wollte die nicht essen. Also natürlich abgepackt aus dem Zoogeschäft. In kleinen Stücken. Aber wirklich 100% Fisch. Hat ganz interessiert geschnüffelt. Hat sich gefreut, wo ich es aufgemacht habe. Aber dann wollte er es leider nicht essen. Ja, vielleicht. Ich stelle es ihm dann als Leckerli hin. Vielleicht will er es ja dann neben seinem normalen Futter doch nochmal knabbern in der Nacht. So, jetzt nehmen wir erstmal die Vitaminpillen.
Dann können wir auch mal zu Trude. Mal gucken, ob der Schlüssel wirklich passt für den Keller. So, hauen wir uns mal die Tabletten rein. Na gut. So, und jetzt gewinnen wir Bleipokal. Jawohl. Hey, nicht schlecht, Herr Specht. Ich würde sagen, wir haben einen neuen Champion. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist Ihr Preis. Ein Bleipokal? Also ein Pokal aus Blei? Ein echtes Schmuckstück. Danke. So, jetzt haben wir nämlich noch mehr von Quantendiskriminator. So, er spielt immer noch nicht. Jetzt gehen wir natürlich noch mal zu Trude. Warum bin ich jetzt hier oben drauf gelaufen? Wie konnte das passieren? Okay. So, liebe Trude. Trude? Ich gucke, ob hätte wir da noch eine mit Frage. Ihr darüber reden können. Ja, hier ist noch was. Was können Sie mir über Ihren Bruder erzählen? Was können Sie mir über Ihren Bruder erzählen? Er trinkt gern. Und er ist nicht der Zuverlässigste. Wie Sie sehen, hat er mich einfach sitzen lassen mit all der ganzen Arbeit. Könnten Sie ihn beschreiben? Falls Sie ihm begegnen, meinen Sie. Groß gewachsen, Rauschebart, rote Nase und immer diese gelben Gummistiefel. Oh ja. Warum fragen Sie? Ich glaube, ich bin ihm begegnet. Ich habe seine sterblichen Überreste draußen im Moor gefunden. Es tut mir leid. Tatsächlich? Mein Beileid. Ach, Heinz. Armer alter Heinz. Ruhe in Frieden. Irgendwie überrascht mich das nicht. Ich danke Ihnen. Ich werde sofort den Kommissar benachrichtigen. Dann hat er sich wenigstens nicht umsonst auf den Weg gemacht. Na gut, stimmt, da kann er gleich den ganzen Fall aufnehmen und abschließen. Ja, ich glaube, die Trude hat schon irgendwie damit gerechnet, deswegen hat sie auch wirklich nicht so überrascht gewirkt. Ich fühlen Sie sich wie zu Hause? So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier reinkommen. Ja! Der bärtige Typ, Trophäe erhalten, also wegen ihrem Bruder, weil wir das aufgeklärt haben. Hätten wir auch nicht machen müssen. Glaube ich zumindest. So, gehen wir mal rein in den Keller. Beverly, ich habe das Tor zu einer lang versiegelten Gruft geöffnet. Dem Keller des Gasthauses. Mein Abstieg beginnt. Ich ahne, wie sich Professor Liedenbrock gefühlt haben muss, als er in den Snifelsjokut herabgestiegen ist. Ich kann kaum etwas sehen. Ja, also ich sehe ja auch nichts. Hier ist ja alles stockduster, du. Das gibt's doch nicht. Na gut, meine lieben Freunde, das sollte das mal gewesen sein mit Drüberbrook Part 11. Ich bin euer Affenkönig Dämlich. Schaltet wieder ein, wenn's heißt, jetzt werde es Licht. Instagram nicht vergessen und natürlich ein Abo oder ein Like da lassen. Ciao.